Unser offizieller Ärmelpartner, die neue Mayo Feinkost, präsentiert die heutige Pressekonferenz. Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel VfB Lübeck gegen Viktoria Köln. Endstand 3:2 vor 4.047 Zuschauern. Ich begrüße unseren Gasttrainer Olaf Janssen und unseren Trainer Lukas Pfeiffer und bitte unseren Gast, sein Statement zum Spiel abzugeben. Ja, sehr gerne. Erstmal, Lukas, Glückwunsch zum, für mich unterm Strich dann auch verdienten Sieg. Ich glaube, die Zuschauer haben ein richtiges Spektakel heute hier erleben dürfen. Man hat die Steine putzen gehört, die euch aus der Seele gefallen sind. Aber wie gesagt, verdient. Wir wussten, was uns erwartet, dass der Gegner uns stressen wird, ärgern wird in unserem Ballbesitzspiel, was in der ersten Halbzeit auch sehr, sehr gut gelungen ist. Wir haben viel zu viele Fehler gemacht und dann sind wir natürlich immer wieder in Umschaltsituationen reingelaufen, die wir erstmal mit Mann und Maus verteidigen mussten. Können sicherlich durch Luca Masaila, der, glaube ich, heute ein überragendes Spiel gemacht hat, sicherlich auch in Führung gehen, aber das war nicht verdient und einfach zu viele Fehler gemacht in unserem Spiel. Und dann stand es 2-0, was natürlich dann in der Konstellation sehr, sehr bitter ist, kurz vor der Halbzeit noch der Elfmeter. Zeichnet meine Mannschaft, glaube ich, in dieser Saison auch aus. Es ist einfach eine geile Truppe, riesen Zusammenhalt und haben sich geschüttelt und dann wieder bei 0 angefangen. Und das wird natürlich super belohnt werden durch die Tore. Ich glaube, wir haben danach auch das Spiel wirklich sehr, sehr gut im Griff. Noch 2-3 weitere Möglichkeiten. Ja, und leider, das ist eben diese Story für mich in diesem Spiel, haben wir dann wieder angefangen, leichte Ballverluste zu haben. Ich erinnere mich, glaube ich, ein Riesending zum 3-2 schon für Lübeck, wo man fast von der Torauslinie, von der Torlinie den Ball rüberschießt. Da haben wir schon ein Riesenglück gehabt und anschließend eben dann, das Spiel so ein bisschen dann auch wieder aus der Hand gegeben und dann am Ende des Tages unsere Box nicht gut verteidigt. Das war in der Woche auch Thema, dass Lübeck eben immer wieder auch sehr gute Eingaben macht, die Box gut besetzt hat, da auch gut auf zweite Bälle positioniert ist und das haben wir dann in dieser Szene dann einfach nicht getan und dann dieses Spiel verloren und nochmal von meiner Seite Glückwunsch für Lübeck, es war verdient. Danke. Danke. Lukas, dein Statement zum Spiel? Hallo zusammen. Erstmal vielen Dank. Bin fast schon geneigt zu sagen, endlich mal haben wir zu Hause gewonnen. Bin froh, dass wir die Kuh endlich vom Eis haben. Ein Riesenkraftakt heute. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit sehr diszipliniert gespielt haben, mussten auch viel arbeiten gegen den Ball. War uns aber auch klar, dass Viktoria eine gute Zirkulation hat. Haben dann so ein bisschen auf die Ballgewinne gelauert. Haben auch genug Chancen, um Tore zu schießen. Bin auch froh, dass wir dann noch das zweite machen vor der Pause. Dann gehst du in die Halbzeit und sprichst dann auch über die Anfangsphase, wie du weitermachen willst. Die erste Torchance war, glaube ich, noch bei uns und dann kippt das Spiel zu Seiten von Viktoria und auch völlig in Ordnung. Also da sind dann einfach Sachen, die Viktoria besser gemacht hat, wo wir dann 2 Tore bekommen. Und dann stehen wir wieder da vor einem Widerstand, vor einem Rückschlag, wie so oft dieses Jahr. Und da kann man einfach nur den Hut ziehen, dass die Jungs dann nicht wild geworden sind, haben ein paar Minuten gebraucht, um sich zu schütteln, aber haben dann wieder unseren Ball gespielt, sich Torchancen erarbeitet und dann auch hinten raus sich noch belohnt. Von daher sind wir sehr stolz und genießen das auch alle sehr. Euch auf jeden Fall erstmal eine gute Rückfahrt, weiterhin viel Erfolg und bis bald. Danke. Danke. Gibt es Fragen? Sascha Sievers, SHZ und Kicker. Danke. Ja, Lukas Pfeiffer, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wir haben eine ähnliche Situation hier gegen Halle gehabt, wo es nach einer 2-0-Pausenführung plötzlich 2-2 stand. Mich würde interessieren, was denkt man da als Trainer auf der Bank? Oh Gott, nie wieder oder kann man schon wieder? Oder kann man da positiv bleiben in seinen Gedanken, um auch weiter Einfluss auf das Spiel zu nehmen? Also erstmal war es für mich nicht die gleiche Situation wie Halle. Ich finde, dass wir gegen Halle sehr passiv geworden sind und auch
wenig Zugriff hatten. Wie gesagt, die erste Torschuss nach der Pause war bei uns. Und dann kriegen wir ein schönes Tor aus dem Rückraum. Zeigt einfach auch, dass der Gegner richtig kicken kann. Also ich bin auch dabei, dass da nicht nur Marseiler, sondern auch ein paar andere Jungs heute ein gutes Spiel gemacht haben. So, und dann kriegst du das zweite. Natürlich ist es dann irgendwie eine mentale Kiste. Ich weiß nicht, ob jemand an Halle gedacht hat, aber heute hatten wir genug Zeit auf der Uhr, noch was zu bewegen. Bei Halle war es dann, glaube ich, schon kurz vor Ende. Und wir haben versucht, über einen Dreifachwechsel nochmal frische Beine und vielleicht auch eine frische Mentalität reinzubringen. Weiß nicht, ob es am Ende daran lag, aber die Jungs haben sich wieder auf den Plan fokussiert und sich belohnt. Du hast eben ja schon gesagt, dass du stolz und auch erleichtert bist, dass die Kuh vom Eis ist und ihr den ersten Heimsieg gefeiert habt. Nun war es ja zuletzt so, dass auch durchaus Diskussionen aufgekommen sind, was Personalentscheidungen anbelangt. Ist auch da eine Erleichterung bei dir spürbar, dass diese Diskussionen jetzt vorerst erstmal vorbei sind, weil 3 Punkte unterm Strich stehen? Nee, also mich nervt das Thema auch ein bisschen, kann ich ja mal so ehrlich sagen. Das war heute eine absolute Teamleistung. Also wenn ich sehe, wie die Jungs auch von der Bank und in der Kabine sich schon gepusht haben, wie sie das gelebt haben, wie auch die Jungs, die reingekommen sind, heute Gas gegeben haben. So soll das sein, deswegen ist es eine Teamleistung und deswegen will ich jetzt auch nicht über einzelne Spieler reden. Okay, die Negativserie ist beendet. Hast du das Gefühl, dass die Saison jetzt nochmal, weil das so ein Brustlöser gegebenenfalls war, für euch nochmal neu losgeht oder... Wie würdest du das so beschreiben? Nee, ich wünsche mir nicht, dass sie neu losgeht, sondern ich wünsche mir, dass wir die ganzen Lerneffekte, die wir jetzt auch teuer bezahlt haben, dass wir die mitnehmen, dass wir das einfach besser machen dann in Zukunft, dass wir die Momente erkennen, wo wir spielen können, wo wir vielleicht auch mal ein bisschen leiden müssen und dass wir dann einfach weiter jetzt auch mit Selbstvertrauen unseren Plan spielen. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann danke ich euch allen fürs Kommen, wünsche unseren Gästen noch eine gute Heimfahrt und dann sehen wir uns hier nächste Woche wieder vor unserem Auswärtsspiel gegen Ferl. Bis dahin, tschüss.